Die Apostelgeschichte des Lukas. Kapitel 1. Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus anfing zu tun und zu lehren, bis an den Tag, da er aufgenommen ward, nachdem er den Aposteln, welche er hatte erwählt, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Ihnen hat er sich auch als der Lebendige erzeigt nach seinem Leiden in mancherlei Erweisungen und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er sie versammelt hatte, befahl er ihnen, dass sie nicht von Jerusalem wichen, sondern warteten auf die Verheißung des Vaters, welche ihr, so sprach er, gehört habt von mir. Denn Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die aber zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, Es gebührt euch nicht zu wissen Zeit oder Stunde, welche der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Ihr werdet aber die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und da er solches gesagt, ward er aufgehoben zusehends, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Kleidern, welche auch sagten, Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr und sehet gen Himmel? Dieser Jesus, welcher von euch ist aufgenommen gen Himmel, wird so kommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Da wandten sie sich um nach Jerusalem von dem Berge, der da heißt der Ölberg, welcher ist nahe bei Jerusalem und liegt einen Sabbatweg davon. Und als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf, wo sie sich aufzuhalten pflegten, Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus des Alphaeus Sohn und Simon Zelotes und Judas des Jakobus Sohn. Diese alle waren stets beieinander einmütig im Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Und in den Tagen trat Petrus auf unter den Brüdern und sprach, es war aber eine Schar zusammen bei 120. Ihr Männer und Brüder, es musste das Wort der Schrift erfüllt werden, welches zuvor gesagt hat der Heilige Geist durch den Mund Davids über Judas, der den Weg zeigte denen, die Jesus fingen. Denn er war zu uns gezählt und hatte dies Amt mit uns empfangen. Dieser hatte erworben einen Acker um den Lohn und stürzte vornüber und ist mitten in zwei geborsten und all sein Eingeweide ausgeschüttet. Und es ist kund geworden allen, die zu Jerusalem wohnen, so daß dieser Acker genannt wird auf ihre Sprache Akeldamach, das heißt Blutacker. Denn es steht geschrieben im Psalmbuch, seine Behausung müsse Wüste werden, und sei niemand, der darin wohne, und sein Amt empfange ein anderer. So muß nun einer von diesen Männern, die bei uns gewesen sind die ganze Zeit über, welche der Herr Jesus unter uns ein- und ausgegangen ist, von der Taufe des Johannes an bis auf diesen Tag, da er von uns genommen ist, ein Zeuge seiner Auferstehung mit uns werden. Und sie stellten zwei auf, Josef, genannt Barsabas, mit dem Zunamen Justus, und Matthias, beteten und sprachen, Herr, der du aller Herzen kennst, zeige an, welchen du erwählt hast unter diesen Zweien, dass einer trete an seinen Platz in diesem Dienst und Apostelamt, von dem Judas gewichen ist, dass er hinginge an seinen Ort. Und sie warfen das Los über sie, und das Los fiel auf Matthias, und er ward zugeordnet zu den 11 Aposteln.